Kann ich mal diese Aussage Sport gemacht haben. In der Party. Ist gar nicht mehr so schön. Ja, so beste Idee ever! Wieso sind wir da nicht selber drauf gekommen? Mike, was sagst du dazu? Bitte? Was sagst du dazu? Ja. Also ich hätte es eigentlich schlimmer waschen mit den Treppenstufen. Ja, ich habe ja gesagt, das kommt. Okay. Aber hier fühle ich mich eigentlich sicher. Ich meine, hier ist ein Absperrung. Und wenn ich da runterfalle, knall ich erstmal auf das Vordach und dann muss ich noch auf den Vordach und dann knall ich erst auf die Straße. Heißt, du verletzt dich erst und dann stirbst du erst. Wenn ich lieber direkt runterfalle, bin ich gleich tot. Kaspar, was sagst du dazu? 262 Stufen. Easy für mich. Ist ein Klack. Wie ist die Aussicht? Atemberaubend. Sie ist hier, die Skyline von St. Petersburg, es ist einmalig. Manchmal ist so, merkt man so keinen Unterschied. So alles so grau. Und ja, ist amazing. Schön, schön, schön. Sag mal deine Meinung. Was sagt ihr dazu? Ist ja auch schön. Wie war der Aufstieg? Mit der Ausatmung über die Lippenbremse langsam steigen. Moderner Fahrstuhl. Ganz schön anstrengend. Ich bin K.O. Aber da kommst du noch auf die untere Plattform. Let's go! Ich bin der Meinung, du wirst bei mir die Bilder bekommen, die du brauchst. Anton, deine Meinung zur Aussicht? Was? Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Meine Meinung zur Aussicht? 1 auf 3. Besser Aussicht? Sehe ich schon aus wie, aber später gehört wird alles. Ich will nur die eine Kiste. Ich sage niemals etwas, ich gebe immer nur Denkanstöße. Essen, durchschnorredaktisch, nicht geil. Koffer, 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 geil. Tisch, Tisch, Essen, Essen, durchgeschnorrt, Essen, lecker, Essen. Anna, dein Fazit zu dem Aufstieg. It's my love. Oh, es wurde kalt. Mal ein bisschen Gang runterfahren. Es wurde richtig kalt und windig. War es oben schön? Ja, die Aussicht war schön. Es hilft nicht. Toll. Die Jacke wenn du die Jacke hochziehst, dass du fast bauchfrei hier stehst. Mit einem bauchfreien Top. Kann man nicht So, wie fandest du den Tag hier in der Kirche? Geil, nice, nicht so toll. Schön, krasser Tag, schön. Jede Stufe, die du gehst, hast du das Gefühl, du kommst höher. Also, erzähl mal, wie war dein Tag hier in dieser Kirche? Ja, wann ist das gut? Also, ich finde die Kirche... Vielleicht erklärst du übrigens nochmal kurz, wie hoch oben ist, weil... Relativ beeindruckend. Also, oben auf der Kuppel war ich auch schon. Ich finde die Aussicht... Ich finde die Aussicht wirklich gut. Und sonst ja an sich, ich bin nicht kirchlich, deswegen hat es jetzt nicht so der Wow-Effekt. Ist nicht so der
Wow-Effekt. Aber es sieht schon krass aus, wie viel Gold die da verarbeitet haben. Und die ganze Marmor ist. Es ist schon das, was man gesehen haben sollte. Bah. Bäh. Bäh. Ekelhaft. Warte kurz. Willst du nochmal deinen Instagram-Namen sagen? Du Bastard, du Schwätzer, du kannst. Du hast gar nicht verstanden, ist mir scheißegal. Willst du nochmal deinen Instagram-Namen sagen? Ja, Anton unterstrich Klinky. Ganz einfach. Ganz einfach. Was kommt da als nächstes? Wahrscheinlich Bild der Kuppel. Jetzt ein paar Sammlungen von Russland. Heute wachst du auf und weißt, dank des, dass du gestern gepostet hast. Weil ihr wisst, was ihr machen müsst. Ciao. Knackst du die 10.000 Follower-Marke. Kamera aus, du Wichser! Willst du einfach später, äußern? Ich komme abends zu dir. Ich fand sie, das hier drin war schon ein bisschen goldig, also war schon fast 300 Kilogramm Gold, habe ich gehört. War der Hammer da drin, Alexander. Ja. Gib mir eine Toilette. Und was war der Hammer? Toilette. Das ist ein gutes Stichwort, es sind halt nicht so sauber. Das ist ein Werkzeug. Das ist ein Multifunktionstool. Ja. Ja, genau, das Werkzeug, das gemacht wurde. Und auch diese ganze Mosaik und so hat mich schon echt beeindruckt und zu Tränen berührt. So ein bisschen. Ich kann leider schon ziemlich interessante Anwendungen. Mich drehen, meine Blase. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Alter, Junge, bist du behindert oder was? Was soll das? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Sollen wir eine Wasserflasche in Ruhe lassen? Lassen wir rein gehen. Andi, schmeckt dir gut? Begrüßen wir jetzt offiziell Simona Freundberg.